Eine Weihnachtsbotschaft geht von Arnstadt um die Welt. Das Thüringer Bach-Kollegium und das Ensemble Polyharmonique führen das Weihnachtsoratorium in der Arnstädter Bachkirche auf. Wo Johann Sebastian Bach schon als 18-jähriger Orgel spielte, erklingt sein Werk in historischer Aufführungspraxis mit höchster Perfektion. Es ist für uns einfach das Geschenk, dass wir gemeinsam auch mit den Achava-Festspielen, die ja ein deutsch-jüdisches Festival sind, das heißt ökumenisch in jeder Hinsicht, hier jetzt eine Friedensbotschaft in die Welt schicken können. Denn was ist das Weihnachtsoratorium anderes als eine Botschaft des Friedens? Das zündet ein Licht im Herzen an. Das ist quasi das Licht, was wir nach Weihnachten schicken. Also Weihnachten in die Welt. Das Konzert wird europaweit von Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlt. Über 20 Radiostationen der Europäischen Rundfunkunion beteiligen sich am Christmas Special Day. Und mehr noch, die Achava-Festspiele starten einen Aufruf. Es heißt Weihnachtsoratorium am Fenster, von Haus zu Haus, von Mensch zu Mensch. Die Idee ist, stellt eure Radiogeräte, eure Livestreamgeräte, was auch immer, etwas, was Ton sendet, in das offene Fenster, eine Kerze daneben und sendet diese Botschaft, fürchtet euch nicht, in die Nacht, in den Abend des vierten Advents, zum Nachbarn, zur Nachbarin, in die Städte, das heißt, die wunderbare Musik Johann Sebastian Bach soll unsere Städte füllen, soll zu den Menschen kommen und soll ihnen Hoffnung geben. Heute am 4. Advent um 20.03 Uhr strahlt die frohe Botschaft der Liebe, des Friedens und der Freude auf Deutschlandfunk Kultur von der Bachkirche und vielleicht auch von ihrem Wohnzimmer in die Welt.